Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. In der letzten Folge sind wir ein, zweimal gestorben, aber im Endeffekt war es ein First Try. Und ich würde sagen, wir kämpfen jetzt ein bisschen. Ein Bäumchen raus. Ich weiß nicht, wann es hier losgeht oder was wir hier aktivieren müssen. Ah, da kommt er ja schon. Okay, weg hier. Ah, da kommen zwei. Na, ihr seid ja spaßig. Kann ich von den Kleinen noch werfen? Nee, geht nicht mehr. Okay, Attacke. Nicht in die Säure. Sturz. Nicht in die Säure. Jetzt. Tschüss, ich bin hier raus. Ihr könnt alleine kämpfen. Viel Spaß. Ich habe keine. Ach nö, oder? Shit. Ich dachte, ich müsste jetzt nochmal die Flugpassage machen. Da wäre ich aber durchgedreht. Ne, warte mal. Da kam ich her. Da will ich nicht nochmal hin. Schade, ich hatte eben keine Ausdauer mehr. Wo sind meine Bandagen hin? Ach, die habe ich hier oben einsortiert. Wieso das denn? Okay. So. Schade, jetzt habe ich keinen Kampf mehr. Okay. Okay. Ist der Boss jetzt aktiviert? Ist der noch da? Miasma-Zeit hätten wir ja mal erhöhen können, oder? Ah ja, die sind noch da. Nice. So, warte mal. Ich probiere mal was. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist nicht schlimm. Passiert. So, ist er noch da? Hä? Ist der gerade in die Lava gefallen? Nee, da ist er. So, diesmal schwebe er in die richtige Richtung. Aha, aber mitten hier rein, das ist nicht gut. Oh, nee, zurück. Danke. So. So, kurz mal Ausdauer. Ich dachte eben, der wäre in die Lava gefallen, aber das hat er mir nicht den Gefallen getan.
Das war Nummer 1. Ich hole mir jetzt erst den Loot. Nur aus Sicherheitsgründen. Hä? Wo ist der hingefallen? Seht ihr das? Der ist wieder nach unten oder so. Easy, first try. Nein, Sturz. So, wer will noch? Du noch? Hast du Bock? Komm her. So. Was? Noch jemand? Ah, da sind ja noch welche. Da sind noch ganz viele. Gibt's hier Belohnung? Ich hätte gern Belohnung. Hm.
da ein Spawner oder sowas? Nee. Ach, hier hängt eines von meinen Totenköpfen fest. Du kannst ja mal... Ich glaube, da ist einer unten reingeglitscht. Hättest du mal mitkämpfen können. Ist hier nichts? Ich kann mich hinsetzen. Au. Ah, da. Oh, ein Silberschussbogen. Nice, einen neuen Bogen. Ich denke mal, dass dann auch, wenn das Addon kommen sollte, dass dann, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dass dann entsprechend auch dieser Bogen nochmal Relevanz bekommt gegen Knochen und so weiter. Wo ist denn mein Grabstein? Können wir den holen? So weit ist es nicht entfernt, ne, von hier aus. Der muss hier irgendwo sein. 200 Meter? Ich hole mir nur kurz mal einen Erholungsbonus hier. Was waren das? 15 Minuten oder 13? Aber da jetzt hinzukommen, ist natürlich auch eine Nummer, ne? ...79 Meter in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, mich da hinzubuddeln und dann wieder zu sterben und zu sagen, wieder tot. Nee. Nee, ich verzichte. Ich verzichte. Soll als Andenken in diesen Hallen bleiben für die, die mir folgen werden. Was haben wir überhaupt für einen Bogen bekommen? Ein gewöhnlicher Bogen. Na geil. Was haben wir hier? Dunkelmonarch. Auch gewöhnlich. Hose des Zaubermeisters. Alles nicht so aufregend, was wir da gelootet haben, ne? So, haben wir ja alles. Es kann doch nicht nur, es muss doch irgendeine Belohnung geben am Ende, oder? Es muss doch mehr als diese, das bisschen hier geben. Behaupte ich jetzt einfach mal so beim jugendlichen Leichtsinn. Kann ich nicht looten jetzt. Vielleicht ist es hier raus noch was? Im rechten Raum ging noch eine Treppe hoch. Okay, Moment. In einem der Räume gab es ja nicht wirklich was zu looten eben. Habe ich hier was übersehen? Weil hier gab es nur diese Billo-Truhe. Hinten links. Oh, ah, da, oder? Nee. Sackgasse, Moment, ich muss mal Fackel anmachen, damit ihr was seht. Aber wir haben doch Licht dabei. So billig müssen wir doch hier nicht. Nee, ist Ausdauer.
So. Ich sehe aber nicht, dass es hier irgendwo hochgeht. Hä? Nee. Also hier geht's nicht hoch, meine ich. Man sieht ja auch nirgendwo irgendeine Plattform oder sowas in der Art. Na gut. Ich denke, wir müssen hier einfach gerade da hoch. Ein Kobra-Kern-Zauberstab. Naja, vielleicht werde ich ja doch irgendwann nochmal Zauberer, wa? Im nächsten Leben. Haben wir hier noch irgendwelche geschlossenen? Da noch. Ein bisschen schade, dass ich die ganzen grünen Splitter jetzt hier lassen muss, aber ehrlich gesagt hatte ich jetzt keine Lust, dass ich hier mich noch weiter durchsterben muss. Na, warte mal, die nehmen wir aber mit. Mal eine Eisschutzlotion. Ich werde hier nie wieder reingehen. Kannst du mal völlig knicken. Also den letzten Dungeon mit der Flugpassage, Folge davor. Schrecklich. Macht keinen Bock auf Dauer. Okay. Ein Wasser? Ernsthaft? Okay, cool. Tageslicht. Da sind wir wieder raus. Und haben keine Quest mehr. Wir haben alles abgefarmt. Na, ich scroll nochmal raus. Ein letztes Mal ruckeln. Aber... Ich scroll mal ganz raus, oder? Was soll geschehen? Also ich habe jetzt wirklich alles abgefarmt. Ein letztes Mal ruckeln. Ah, zu Hause. Leute, ich bin zurück. Ich habe es geschafft. Auch wenn ich nicht dran geglaubt hätte. Nee, nicht anpinnen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich schaue die Falle. So, ich sortiere mich mal kurz aus. Wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. So, da hat er aussortiert, hat sich entschieden, was er behält. Ich behalte natürlich die beiden Zauberstäbe. Der hat nämlich Wuchtschaden, der Kobra-Kern-Zauberstab. Das ist schon eine ordentliche Sache. Und auch hier der Zauberstab. Wenn ich Magier werden sollte, dann werde ich den nutzen. Jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Münzen hier investieren. Zack. Der macht jetzt, glaube ich, richtig ordentlich Aua, der Stab. Ja. Plus 1 Mana-Regeneration. Geile Nummer.
Dann können wir den eigentlich, der hat Feuerschaden, der hat mich Wuchtschaden, der ist perfekt für die Dungeons. Dann zerlege ich den hier, den packe ich in meine wunderschöne Kiste. Und den heben wir uns einfach auf, wenn wir irgendwann mal irgendwie doch noch einen Mage machen oder so, so eine Art. Gut, ihr Lieben. Ich lege mich jetzt ein letztes Mal in mein Bett. Und hab keine Angst, liegt da unter mir. Habt keine Angst, denn das war erstmal vorerst die letzte Folge aus Enshrouded. Ich muss sagen, der vorletzte Dungeon, also die vorletzte Folge, beziehungsweise der Flug durch die Lava, der hat mir irgendwie keinen Bock gemacht. Also das permanente Sterben. Ich habe jetzt kein Problem zu sterben, aber wenn du halt auch kaum Chancen hast, an deinen Grabstein wieder ranzukommen, den Rest zu holen, ist jetzt nicht so viel wichtiger Kram drin gewesen, aber trotzdem ärgerlich. Egal, wir gucken mal, wann das nächste große Update kommt und ob wir dann hier weitermachen. Das wird dann entscheiden, was zu dem Zeitpunkt gespielt werden kann. Ich denke mal, wir sehen uns dann zum Angezockt wieder ein kurzweiliges Let's Play, denn Ende des Monats geht's los mit Manor Lords und da werden wir auf jeden Fall weitermachen und einsteigen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Vielen Dank für über 70 Folgen in Enshrouded, dass ihr dabei wart und habt fleißig kommentiert. Es war trotzdem ein Spaß, es ist ein saugeiles Spiel. Ich freue mich sehr auf weitere Inhalte. Ob das dann eine neue Staffel gibt, ob wir wieder einsteigen, das kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Habt keine Angst, sagt unser neuer Freund da unten schon. Und ja, war schön. Danke nochmal Keen Games für dieses fantastische Spiel. Der letzte Dungeon hätte nicht sein müssen, diese lange Flugpassage da. Aber trotzdem ein schönes Erlebnis. Also, bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.